Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei Pharma 2.0 auf der Hof Bergmann zusammen mit dem Excel. Hallo, ihr Lieben. Schlingelings. Schlingelings. Ja. Problem damit oder was? Nö. Gut. So, da sind wir wieder, ihr Lieben. Und ich bin jetzt gerade am Heusammeln. Bin schon mal rausgefahren nebenbei. Also, ihr wisst ja, wir machen ja immer Aufnahmesession, ne? Beim Gebetskreis sonntags, ne? Sonntagsmesse, die wir hier immer halten. Ja. Und, und so. Ich habe gerade mal eingekauft. Ich sag ja, Shopping Queen, ne? So, was hast du gekauft? Die Rinderzucht. Die Rinderzucht, na meine Hand, du! Ja, liebe Zuschauer, wir gehen ja jetzt, also wir entwickeln uns ja weiter, ne? Und wir überlegen uns ja auch, wie können wir euch immer wieder was Neues im Voranschreiten zeigen, ne? Natürlich wird es sich irgendwann mal einspielen. Mit einspielen meine ich, klar, werden wir dann, die Arbeiten werden sich wiederholen. Ist klar, ist logisch, ne? Kennen wir doch schon, ja? So, kommen da aber immer drauf an, wie man es zeigt, ne? So, das dazu, es ist Sonntag, meine Lieben. Sorry, ich habe Kaffee hier. Es ist, ich habe noch nichts gegessen. Es tut mir leid. Ja, nee, also wir starten mit der Rinderzucht. Ne? Die ist hier oben. Warte, Inhalt wird gespeichert. Und zwar, die ist hier. Ne? So, und da haben wir hier so ein ganzes Areal. Ne? Da fahren wir dann auch gleich hin. Ich will bloß jetzt erstmal mit dem Heu. Die erste Fuhre bringe ich jetzt bei den Ziegen hin, ne? Dass die dann ordentlich, ne, in ihren Eutern da ein bisschen Milch machen. Ne? Und dann fahren wir dort raus, weil da brauchen wir nämlich auch Heu. Ja, so. Und der Stall ist, die Shopping Queen, der haut halt auch kräftig schon wieder raus. Ja. So. Und wir brauchen... Wie viel Kühe sollen wir denn kaufen? Ach, voll die Hütte. Wie viel Bullen? Na, ein. Wie viel Kälbchen? Na, ein Bull. Also du brauchst nur einen Bull. Ich brauche nur einen Bullen. Dann so, kaufen wir jetzt mal einen Bullen. Genau, so. Aber schön mit Hörnern, ne? Und der begnügt sich dann mit den Kühen. Mit 99 Kühen. So, naja, lass mal uns vielleicht noch ein bisschen, wie viel Platz haben wir denn im Stall? 100. Also 100. Jetzt 99. So, dann lass doch, dann mach doch 40 Milchkühe. Ja. Dann 10 Kälber. Ja. Und 10 Fersen. Okay. So, da haben wir dann nämlich auch noch ein bisschen Luft nach oben, wenn die da heranreifen, weißt du? So, jetzt haben wir alles da. Wunderbar. So, Heu kommt dann auch gleich. Und Silage ist gut, Silage haben wir noch nicht. Silage fangen wir dann auch demnächst an. Wir haben ja hier noch ein bisschen grün stehen. Ja. Aber Stroh haben wir und Heu haben wir. Also können wir schon ein bisschen loslegen. Und Silage können wir halt kaufen. Shopping Queen ist ja eh gerade da. Das Schöne daran ist, wir haben ja so einen Fütterungsroboter, ne? Richtig. Wir müssen bloß immer sehen, dass die Hütte voll ist. Dann macht der Rest alles alleine. Das finde ich auch geil mit dem Fütterungsroboter. Das ist echt nice. Aber Stroh müssen wir... Ja, das müssen wir so eingeben. Hinten, das müssen wir so, ne? Hinten beim Fütterungsrobotnik, da ist ja so ein Tor. Da können wir das, da können wir aufmachen und rein schiebe. Und jetzt schon wieder. Mr. Robotnik. Ja. In irgendeinem Lied kam das mal vor. Wisst gerade gar nicht welches. Nee. Ja, doch. Irgendwas musikalisch verbinde ich damit. Ich habe irgendwie eine Serie, also einen Film oder eine Serie habe ich damit verbunden. Eine iRobot mit Will Smith wahrscheinlich. So. Nee, Sonic. Ja, gibt's auch, das stimmt, das stimmt. Aber nee, ich verbinde das mit irgendeinem Lied. Ich weiß bloß nicht, welches. Auf jeden Fall ein altes müsste das sein. Ich glaube, ja. Aber, Stalles, die Zuschauer warten auf die Auflösung. Ach so, ja die stimmt. Sind wir ganz hatten gespannt. Ja noch eine Auflösung. Und zwar, ein Behördenoberteil nennt man... dieses Dingen, was auf einen Heizkörper draufkommt in den Büros. Das wird eingestellt und das kann von keinem anderen Mitarbeiter wieder dran geschraubt werden oder die Heizung höher gemacht werden, runtergedreht werden und die Heizung ist dann fest eingestellt. Und der Beamte an sich nennt dieses, das ist ein Behördenoberteil. Tata! Drum. Oh, bin gespannt, wer es gewusst hat. Wusstest du das? Weil ich.
Ich kann aber nicht erklären, warum. Nein. Das wäre zu viel des Guten. Nein. So, und dann haben wir ja noch die Sache mit dem Koch. Ja. Welcher Koch war es denn, Steiles? Also nach meiner Kenntnis ist das Frank Rosin. Ja. Ja, man merkt, ich habe früher immer mal ein paar Kochsendungen geguckt. Ja, der weiß, wie es machen, wenn du noch daheim gewohnt hast, als kleiner Bub, ne? So. The Taste macht's möglich. Ja, ach, das waren auch immer solche Dinge, du. Oder es war ja nicht nur so, wo ich damals noch daheim gewohnt habe. Damals, viele Monde ist das her, Himmel, ja Gott. Aber damals klingt zu kurz, da fühle ich mich ein bisschen jünger. So. Aber tatsächlich, wo ich auch mal so, also die damalige hatte, vor etlichen Jahren, das ist ja auch schon bald 13, 14 Jahre, holla die Welt. Na gut, lass mal das, ist ein anderes Thema. Aber da fällt es mir gerade mal auf. Wo ich da eine hatte, da musste ich das ja auch gucken. Ne? Also die hat ja Kochsendung, die hat die ja vergittert. Ne? Boah. Ich habe immer gesucht, dass ich draußen irgendwo, ich musste immer raus. Oder ich habe es jedenfalls versucht. Ich habe immer sehr gerne Lava-Lichter lecker gesehen. Ja gut, das ist ja auch ein bisschen witzig gewesen. Das muss man, also die zwei, die waren ja auch ein bisschen, das stimmt schon, das war auch ein bisschen lustig, das stimmt. Aber abends war es immer blöd, dir ist keine Ausrede mehr eingefallen. Ach so, ja gut. Dreimal habe ich gesagt, ich bin müde, ich gehe ins Bett. Dritten Mal hat sie mich erwischt, wie ich auf dem Handy anderes Zeug geguckt habe. Denk, du bist müde! Oh. Ja, passiert. Oh. Nee, ich habe tatsächlich damals auch so manche Situationen gehabt, wo ich dann auch dachte, jetzt noch was essen. Ja, tatsächlich. Keiner von uns beiden hatte damals Lust, noch irgendwie was zu kochen. Goldene Möwe, wa? Und dann, ja, ich wollte gerade sagen, und dann kam irgendwann der Gedanke, ach, weißt du was, ich hätte irgendwie Hunger oder nochmal Lust auf das Restaurant zur Goldenen Möwe. Ja. Du glaubst nicht, wie schnell die Schuhe anhatte. Doch, das glaube ich. Ach, nee. Das glaube ich. Und dann, ja, sollen wir uns da hinsetzen? Nee, nix. McDrive und dann, ne, und dann. Arrivederci. Ha, kenn ich. So ging's uns immer, ging's mir immer beim, sag schon, beim Sushi-Mann. Wir haben einen richtig guten Sushi-Mann, der macht auch Sushi zum Mitnehmen und so. Und rufst du an, halbe, dreiviertel Stunde, kommt natürlich auf die Masse drauf an, bei uns eine Stunde. Sushi ist auch nochmal so eine Sache, ey, ist einfach geil, ne? Also, auf jeden Fall, war nicht, ne? Also, du hast gedacht, der Wirbelsturm ist durchgegangen, ne? Die auf einmal stand, die binnen Sekunden stand die an der Tür. Guck mich an, was denn jetzt? Ich denke, wir fahren. Hm? Hast du noch nicht mal aufgelegt, so nach dem Motto? Ja. Aber, dann hatte ich mal eine, das war eine gute Freundin. Also, ne, so. Gute Freundin, wirklich, liebe Zuschauer, gute Freundin, mehr nicht. Die konnte kochen, ey, wie eine Eins. Boah. Da hab ich mich immer gefreut, wenn die zu Besuch kam. So, sie hat dann immer, wenn ich dann so gesagt, ich hätte jetzt ein kleines Hüngerchen, ey, ohne Flachs, du hast gesagt, ein kleines Hüngerchen, ne? Du hast doch bald gefühlt ein Drei-Gänge-Menü bekommen. Oh, war das schön. Was ich ja auch liebe, kennst du Schinkenröllchen? Mit Spargel drin, oder? Nee, tatsächlich ohne. Ich kenne die halt nur so Schinkenröllchen, da ist Spargel drin und dann mit dieser Sauce Hollandaise drüber. Nee, tatsächlich nicht. Also Schinkenröllchen sind bei uns so, also bei uns in der Familie, sagen wir es mal so, heißt Schinken, logischerweise, ja, stinknormalen Kochschinken, reicht aus, ne? So. Und den füllst du mit frischen gehackten und ich mache gern Pilze, ich esse ja sehr gern Pilze. So, ja. Frischen gehackten und frische Pilze mit rein, ne? Dann rollst du das so zusammen und dann machst du hier so eine Auflaufform voll, weißt du?
Und dann ist das so eine Sahnesoße, mache ich immer da, weißt du? So. Ja. Und ich brate vorher die Schinkenröllchen dann an. So kurze bitte, dass ich ein bisschen den Sud habe. Ne? Dann kommt die in der Auflaufform. Dann nehme ich den Sud mit in die Sahnesoße rein, dass du auch ein bisschen Geschmack hast. Weißt du? Dann dort noch ein paar Champignons eingeschnippelt. Ne? Die werden so auf die Schinkenröllchen draufgelegt in der Auflaufform. Und dann mache ich die Sahnesoße drüber im Backofen und dann wird das erstmal dort so köchelt, das so vor sich hin da drin. So halbe bis dreiviertel Stunde. Und dazu dann Basmati-Reis. Also ohne Flachs. Alle anderen Reissorten ist Bullshit, Basmati-Reis. Der klebt nicht, der schmeckt. Und da babst du nicht so zusammen. Das ist wirklich gut. Aber was ist das denn für Reis dann bei Sushi? Aber kommt denn da? Ja, ich. Guten Tag. Hallo. So, das ist, ich weiß nicht, ob man direkt Sushi-Reis dazu sagt oder so, aber das ist ja auch nochmal spezieller Reis, der muss ja ein bisschen zusammenhalten auch. Ja, ich wollte nicht sagen, aber das müsste doch dann, also ich habe gar keine Ahnung von Sushi, ich bin ehrlich, ich habe noch nie Sushi gegessen. Echt nicht? Ne. Alles klar, nee, beim nächsten Crew-Treffen nächstes Jahr, dann müssen wir sehen, dass wir ja Sushi-Mann in der Nähe haben, also guten. Ja, Sushi, ich gehe auch gern zum Mongolen oder so, aber Sushi ist ja dann wieder was anderes, ist ja klar, aber nee, habe ich tatsächlich noch nie, Nein. Oh. Nicht, weil ich nicht will, sondern ich habe einfach noch nie Sushi gegessen. Und da wird's Zeit. Ey, da gehen wir mal Sushi essen und ich mach das dann mal. Oh ja. ich liebe ja auch, es gibt ja viele verschiedene Soßen, ne? Aber oh, herrlich, ein Traum. Also Sushi könnte ich wirklich. Also, so All-You-Can-Eat-Buffet beim Sushi-Mann, ja. Also ohne Flachs, 2-3 Stunden brauche ich da. Das ist ja Wahnsinn. Ey, das ist ein Traum. Oh. Ach toll, jetzt hab ich Hunger auf Sushi. Ich glaube, ja, ich muss mal mit meinem Kind reden heute. Johan! Die ist ja auch so begeistert, so Sushi begeistert. Ne? Ach ja, ist das so? Ja. Am Anfang, also, auch witzig, ne? Wo sie klein war, wo ich sie so rangeführt habe, so mit 8-9 Jahren an Sushi. Ne? Ey, das Gesicht hättest du sehen sollen. Geht gar nicht. Aber überhaupt nicht. Ne? Also alles, was da mit Fisch war oder so, nicht. Ne, sondern nur die Rollen mit, wo Gürkchen drin sind oder Paprika gibt es ja auch. Ne? Also ja. Sushi, es gibt ja nicht nur Sushi mit Fisch, gibt ja auch mit Gürkchen oder Paprika. Ja. Das, ne? Und die hat sie dann immer gegessen. Schön mit der Sojasauce. Ne? Immer reingeditscht. Oh, die hat das so lange reingeditscht, bis es fällt auseinander fiel. Oh. Aber ja, jedem so das seine. Ne, und jetzt wird es immer enger, wenn man das letzte Stück Sushi da liegen haben. Immer so eine Sache. Ja. Aber ja, nee, es ist schön. Also das ist wirklich, wirklich geil. Und ich sag mal zwischendurch, es gibt ja auch so die verschiedensten Varianten, ne? Sei es jetzt beim Kaufland, beim Lidl oder beim Netto oder beim Rewe, wisst ihr Geier, wo auch Sushi angeboten wird, ne? Aber das geht mal so, ne, zwischendurch, wenn du wirklich mal schnell kurz hier ein bisschen Heißhunger hast auf Sushi. Aber ansonsten kann das halt bei Original-Sushi absolut nicht mithalten. Hm. Das ist halt wirklich so. Aber nicht alles, das machen wir mal. Ja, ich sag mal, du hast, wie du schon sagst, in verschiedenen Supermärkten siehst du auch immer dann gerade hier, ist ja dann abgepackt oder ja, so. Ne? Ja. Ja, war schon mal am Überlegen, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn du dann weiter durch den Markt gehst und dann findest du irgendwas anderes und denkst, ach hier, das könnte ich eigentlich auch schnell machen. Das geht schnell und das ist sogar von der Portionsgröße was mehr. Ja, es ist halt wirklich so, wenn du es auch noch nicht probiert hast, ne, empfehle ich dir wirklich, nicht im Supermarkt zu probieren, ja. Sondern das ist die originale Variante. Okay. Weil ich habe schon bei vielen erlebt,
die auch so gesagt haben, die Sushi noch gar nicht. Und dann haben sie es mal probiert und dann haben sie gesagt, boah, ist gar nicht meins. Wo ich dann gefragt habe, hast du originale Version oder was ist so Discounter-Version? Ja, nee, Discounter. Ja, naja, probier mal Originales. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, gut. Dann halt schön das grüne Schafe. Ja, aber wie gesagt, da sind wir wieder halt bei dem Punkt. Ne? Ich sag mal, du kaufst halt zwei Qualitäten. Ne? Eilig, das so, auf jeden Fall. Und klar, du kannst, es gibt auch verschiedene, also meines Erachtens ist das wie bei allem auch, es muss ja nicht immer schlecht sein, weil oftmals ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Das ne? ist freilich nicht, das ist sowieso richtig. Aber dennoch gibt es auch diverse Produkte, die man günstig einkaufen kann, wo auch ich sage, boah, weißt du was, das schmeckt mir echt viel besser als das, was ich woanders bekommen kann, was vielleicht, keine Ahnung, 5 Euro teurer ist. Ne? Ja, genauso ist es. Aber, mein lieben YouTuberinus, schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare. Ich weiß, heute ging es ja voll genommen Essen. Es tut uns echt leid, aber es ist ein geiles Thema. Aber ich bin mal gespannt, wer alles da sitzt und hat mittlerweile schon einen Blog und schreibt die ganzen Rezepte mit. Das glaube ich auch. Ne? Also erstens das könnt ihr uns mal in die Kommentare schreiben und zweitens, esst ihr denn auch gern Sushi oder habt ihr schon mal probiert oder? Ne? Schreibt gerne mal rein, wir gucken es uns an, ne? Und in der nächsten Sonntagsmesse reden wir dann natürlich wieder drüber. Genau. Also bis dahin, schnell so in die Videobeschreibung. Tschüss und ciao, ihr Lieben. Macht's gut, tschüss.